Willkommen zu Let's Play Stalker Shadow of Chernobyl. Nach meinem zugegebenermaßen recht fiesen April-Chat denke ich, kann ich jetzt mal preisgeben, dass ich vorhabe, dieses Spiel zu Let's Playen. Und zwar wird es jetzt in diesem Moment beginnen, wie ihr natürlich sehen könnt. Natürlich fragen sich jetzt viele von euch, was ist mit Stalker Call of Pripyat geworden? Vor kurzem hat sich Aidsvill aus der Community dazu bereit erklärt, den Spielstand wiederherzustellen. Den Spielstand habe ich, also ein Riesendank auf an Aidsvill. Sein Kanal ist bei mir auf der Hauptseite verlinkt, ihr könnt ja mal vorbeischauen. Des Weiteren vielleicht nochmal ein bisschen Zusatzinfo zu den Stalker-Bewanderten von euch. Ja, allerlei Leute von euch mögen Stalker, ich weiß, vielleicht für euch ganz interessant. Die Stalker-Reihe ist an sich eingestellt, die Rechte gingen, ich bin mir nicht sicher, entweder an Bitcomposer oder an Bethesda, ich weiß es gerade nicht hundertprozentig. Auf jeden Fall ist ein Nachfolger quasi geplant von dem Spiel, und zwar nennt sich das Ganze Suvarium. Und dieses Spiel befindet sich auch schon in der Closed Beta. Es wird was in der Richtung von Stalker werden, auch wenn nicht Stalker selber. Ansonsten kommt am 26. Februar die Mod Lost Alpha, glaube ich, für Shadow of Chernobyl raus, die jede Menge neues Gameplay bietet. Das war erstmal für die Stalker-Fans an euch. Ich würde sagen, jetzt kommen wir zum Rest von euch, die Stalker noch nie gesehen haben, unter anderem. Willkommen zu Let's Play Stalker Shadow of Chernobyl. Wir spielen auf höchsten Grafik-Settings ohne irgendwelche Mods. Wir spielen des Weiteren auf dem Schwierigkeitsgrad schwer. Ich muss mal eben einen Cut machen, irgendwie ist meine Maus weg. So sollte das Spiel eigentlich aussehen. Jetzt kann ich mich auch besser konzentrieren. Na gut. Wir werden ein neues Spiel starten auf dem Schwierigkeitsgrad Meister. Das hat eigentlich nur zur Folge, dass wir viel schneller sterben. Leichter bluten und schneller verstrahlt werden. Ja, Stalker spielt zum Jahre, ich glaube 2011, irgendwie zwischen 2011 und 2013. Das tut mir gerade im Herzen weh, dass ich es nicht mehr weiß. Auf jeden Fall spielt es wirklich in Chernobyl, in einem alternativen Geschichtsverlauf zu dem Chernobyl-Drama. Nochmal, Chernobyl-Drama 1986. Da war gerade irgendwie ein Cut drin, deswegen muss ich den Teil hier nochmal nachträglich neu aufnehmen. Auf jeden Fall geht's jetzt los mit dem Intro. Der hier scheint noch zu leben. Was für ein Glückspilz. Dabei hätte der Tod ihm Ruhe vor den Träumen gebracht. Mal sehen, was Sidorowitsch für dich zahlt. Was hast du zu bieten? Was Hübsches. Ist vom Totenwagen gefallen. Er trägt das Zeichen. Na, du weißt ja, wie das läuft. Leg ihn einfach. Der hier lebt noch. Scheiße! Du verarschst mich! Hol mich die Zone, wenn ich's tu, Mann. Leg ihn hier hin.
Ich denke, für den hier gebe ich dir... Und das sind dann wir. Also, Gezeichneter, ich habe dich gerettet und werde gar nicht erst so tun, als hätte ich das getan, um in den Himmel zu kommen. Du erledigst ein paar Jobs für mich, dann sind wir quitt. Außerdem ist es bestimmt besser gegen deine Amnesie, wenn du beschäftigt bist. Ich versuche, so viel wie möglich über dein Problem herauszufinden. Es ist mir scheißegal, warum du diesen Strelok finden musst. Ich kümmere mich um meinen Kram. Und solltest du die Absicht haben, ihn zu töten? Nun, dann wirst du schon da... Was stehst du da so rum? Komm näher. Ich weiß es nicht. Er wollte schon sagen, dann werden wir schon unsere Gründe haben. Ja, wir sind ein... Sie nennen uns Gezeichneter, der vom Totenlaster runtergefallen ist und überlebt hat. Und wir haben keinerlei Erinnerungen daran, wer wir sind. Wir kriegen quasi jetzt hier Futter vorgeworfen und daran müssen wir uns halten. Ja, wir reden mal mit ihm. Du hast die Wahl. Entweder bekommst du die gleiche Gehirnwäsche von mir wie alle Anfänger, oder ich behandle dich wie einen echten Stalker und gebe dir direkt eine Mission. Ja, wir nehmen mal die Anfängertour, weil ich glaube, dann kriegen wir eine Quest extra und erfahren auch ein bisschen mehr. Das ist dein persönlicher PDA. Dieses nützliche Gerät hilft dir dabei, in der Zone zu überleben. Und wenn du doch stirbst, wissen andere wenigstens wie und wo. Ich mach nur Spaß. Hier, ich zeig dir, wie man ihn benutzt. Deine Aufträge findest du auf dem ersten Bildschirm. Für die meisten Aufträge gibt es Buttons, mit denen du zusätzliche Informationen über den Auftrag aufrufst. Denk dran, jeder neue Auftrag wird dir automatisch auf deiner Minikarte angezeigt. In der zweiten Sektion des PDAs findest du die Karte. Buttons über der Karte erlauben es dir, rein und raus zu zoomen. Oh, du kannst die Karte außerdem auf deine eigene Position zentrieren. Du kriegst das schon hin. Ist ja nicht besonders kompliziert. Der PDA verfügt noch über eine Sektion für Kontakt. Diese Sektion beinhaltet eine Liste mit Stalkern, die sich im Umkreis von 50 Metern von dir aufhalten. Du kannst dir eine kurze Beschreibung ansehen, Rang, Gruppenzugehörigkeit und die wahrscheinliche Gesinnung dir gegenüber. Solange du neutral bleibst, hängt es allein von dir ab, wie andere Stalker dir gegenüber eingestellt sind. Wenn du jemandem hilfst, ändert das seine Gesinnung. Sei vorsichtig, wenn Feinde in der Nähe sind. Sie werden auf deinem Visor rot angezeigt. Freunde werden grün und neutrale Personen gelb dargestellt. Oh, und die PDAs von Totenstalkern sind grau. Hilft dabei, wenn man einen Toten ausplündern will. Nun, was soll ich dir dazu sagen? Alle Informationen, die du brauchst, werden im Tagebuch notiert. Neuigkeiten auch. Selbst das, was ich dir in diesem Moment erzähle, kannst du in diesem Bereich finden. Dann du kannst sehen, wer die 20 besten bekannten Stalker sind. Ich aktualisiere diese Daten von Zeit zu Zeit, um den Wettkampfgeist aufrechtzuerhalten. Vielleicht bist du eines Tages ja ganz oben auf der Liste. Wer weiß. Deine eigenen Errungenschaften werden in die ist ziemlich selbsterklärend. Dann haben wir noch die Enzyklopädie. Sie enthält Informationen über die Zone und Überlebenshinweise, die du findest oder von anderen Stalkern bekommst. Oh, eine Sache noch. Dein PDA verfügt über einen Breitspektrum-Funkwellenscanner mit eingebautem Decoder. In einem Radius von etwa 400 Metern kannst du sogar den Militärfunk abhören. Meiner hat einen Radius von 30 Kilometern. Ich kann also immer mit dir in Verbindung treten. Ich werde dir Aufträge geben und aktuelle Meldungen mitteilen. Zu Beginn werde ich dir auch ein paar Hinweise geben. Und das war's jetzt anscheinend. Ja, ein recht verständliches, aber ziemlich schnelles Tutorial. Und vor allem ein paar Sachen sind irgendwie geskippt worden. Ich kann nichts beeinflussen, also das scheint so zu sein. Ich habe einen Job für dich, Gezeichneter. Ich will, dass du einen Stalker namens Nimble findest. Er hatte einige äußerst wichtige Informationen bei sich.
In der Nähe der Brücke ist er verschwunden. Finde ihn. Ob tot oder lebendig, ist mir vollkommen egal. Ich brauche den Datenträger mit der Info. Geh zu Wolf im örtlichen Lager und frag ihn. Er weiß mit Sicherheit, wo der Typ sein kann. Ja, das ist jetzt unsere erste Aufgabe. Wir sagen ihm, er soll mal weitererzählen. Das wäre es für den Moment. Bring mir das Laufwerk und dann hast du mich schon mal zum Teil für deine Rettung bezahlt. In Ordnung, ich werde es versuchen. So, das heißt, wir hauen wieder ab. Wir haben hier auch eine Kiste, die aber leer ist. So wie ein paar, ja, Fächer. Davon ist auch eins offen, aber leer. Nun, na gut. Schnapp etwas frische Luft und dann komm rein. Ich war gerade drin, aber danke, Sitorovic. Das ist unser Start in die Welt von Stalker. Und wir befinden uns gerade in der Gegend am Bahndamm. Wir können das auch per Karte einsehen, also keine Major Spoilers. Das ist der Bahndamm. Whip. Wir haben zu Beginn ein Fernglas, welches uns anzeigen kann, wo Gegner sind. Da war es gerade. Es sind gerade keine Ziele zu sehen, deswegen kann ich schlecht zeigen. Ich gehe mal ein bisschen weiter hier hin. Wir kriegen jetzt auch noch eine Zeit lang andauernd Tipps. Ja, das ist unser Fernglas. Uns wird halt angezeigt, wer neutral, wer feindlich ist. Ganz praktisch. Wir haben noch eine Waffe zu Beginn. Die Bolzen. Ja, es ist keine wirkliche Waffe, aber es ist halt im Waffenmenü. Die Bolzen sind ein Werkzeug, womit wir uns halt sicher Anomalien nähern können, sicher feststellen können, wo Anomalien sind. Wir können auch Leute damit abwerfen, aber die interessiert das nicht wirklich. Ist ihnen egal. Ja, wir reden mal mit den Stalkern. Unser Boss hier will ich sehen, deshalb bist du aber noch lange kein willkommener Gast. Beweg dich. Ja, erzähl mir mal was. Was Neues? Zum Teufel mit dem Neuen. Hier ist so viel alter Scheiß, dass du fast dran erstickst. Die Banditen sind durchgedreht, diese Schweine. Wir schleichen zwischen den Anomalien her, um ein paar Artefakte zu bekommen, und die klauen einem einfach die Sachen. Diese Ratten, geh bloß nicht zur Müllhalde, da lungern die rum. Ja, es gibt in der Zone mehrere Fraktionen, dazu gehören die Luna, die ganz normalen Stalker, die keiner Fraktion angehören. Aber es gibt auch die Banditen, die halt so ziemlich jedem gegenüber feindlich gesinnt sind. Wir können übrigens auch das Werfen chargen, wie man sieht, damit weiter geworfen wird. Ich glaube, beim Bolzen macht es wenig aus. Ja, ein bisschen, oder? Ja, ein bisschen macht tatsächlich aus. Gut, hier sind ein paar Stalker am Feuer. Nichts Interessantes. Wir gehen mal zum Boss, wo wir hin sollten. Das ist der Herr Wolf. Hi, warum bist du hier? Ja, hi, ich muss mich mit Nimble treffen. Weißt du, wo ich ihn finden kann? Nimble wurde übel mitgespielt. Seine Gruppe ist nicht weit von hier von ein paar Banditen angegriffen worden. Er konnte mir nur eine SOS-Nachricht schicken. Sieht so aus, als ob seine Leute erledigt sind. Meine Jungs haben mir erzählt, dass diese Bastarde jetzt am alten Parkplatz auf der anderen Straßenseite sind. Du rettest deine eigenen Leute nicht aus dem Gefängnis? Das nenne ich nicht sehr freundlich. Oder bist du nur zu schwach, um es zu tun? Ich würde dir eine scheuen, aber was hätte ich davon? So einfach ist das nicht. Ich habe zu wenig Leute und die ich habe, sind hauptsächlich Anfänger. Ich kann das Risiko nicht auf mich nehmen. Wenn wir dieses Lager verlieren, dann wird es für all die Stalker da draußen nur noch schlimmer. Was ist mit dir? Wenn du dir nicht gleich in die Hose machst, wäre ich nicht zu stolz, um deine Hilfe in Anspruch zu nehmen. Hilfst du mir also mit diesen Typen? Ja, glaubst du denn, wir packen das überhaupt? Nee, alleine hast du keine Chance. Meine Späher sind gute Soldaten und im Augenblick sind sie genau hinter diesen Freaks. Gemeinsam könnt ihr das schaffen. Was meinst du? Hast du genug Mumm? Ja, wir haben den Mumm und wir werden es versuchen. Wir haben auch von ihm jetzt die erste Ausrüstung bekommen. In Ordnung, Wolf. Schick ihn rüber. Solange er uns nicht im Weg steht. Out. Ja, im Weg stehen haben wir nicht vor. Wir sprechen ihn nochmal an. Ja, wir können ihn nicht wirklich dazu befragen. So, wir haben eine Makarov bekommen und ein wenig Munition. Ich wollte gerade sagen, GMM, ich glaube, sie haben in der originalen Stalker-Version nicht die originalen Waffennamen. Was ich recht schade finde. Na gut, mit unserer Waffe können wir uns auf der Taste 2 ausrüsten. Na, ist halt eine Pistole, ist nicht besonders stark. Wir werden uns aber erstmal das Dorf hier ein bisschen genauer angucken, denn im Dorf gibt es für gewöhnlich ein bisschen Startausrüstung. Ich meine, wir hätten auch, ja, wir haben ein Messer bekommen. So, das ist ein Energy Drink. Den heben wir mal auf. Ein bisschen Brot. Ich weiß gar nicht, ob Brot heilen konnte. Wir haben mit dem Messer übrigens einen Primär- und einen Sekundärangriff. Der Sekundärangriff ist bedeutend stärker. Da war gerade ein bisschen
Touristenfreude, Konservennahrung, das Stalker aus einem Militärlager gestohlen haben. Das Haltbarkeitsdatum ist noch nicht abgelaufen. Ja, dann kann man es auch noch essen, würde ich sagen. Wir strömen mal hier raus und durchsuchen mal ein bisschen die Häuser. Wir könnten natürlich auch mit den NPCs reden, aber die haben meistens nicht so viel zu sagen. Ich meine, man sieht es schon. Selber Dialog, wie wir ihn schon kennen. Hast du was Interessantes? Ja, es ist schon traurig. Letztens ist Otter gestorben. Einfach so. Ich kann es kaum glauben. Hast du etwa noch nie was von Otter gehört? Er ist quasi ein Professor. Er war am Anfang an hier und kannte die Zone wie seine Westentasche. Und dann sowas. Es gibt ja wirklich ein paar erfahrene Stalker, die trotzdem in der Zone umkommen. Andere gehen zurück ins große Land. Ja, wir erfahren viel Trivia, wenn wir uns mit ihnen weiter unterhalten. Viele Mods fügen halt auch wirklich Custom Stories hinzu, was das Spielgeschehen deutlich interessanter macht. Also ich kann euch nur Mods wie zum Beispiel die Soljanka AMK oder die Invasion Mod empfehlen, wobei ich selber mit der Invasion Mod spielen wollte, aber man findet sie derzeit nicht im Netz. Das ist recht ärgerlich. Ja, hier ist nichts groß. Ja, wie gesagt, wir durchsuchen erstmal ein bisschen das Startgebiet, um uns ein bisschen bessere Startbedingungen zu verschaffen. Hier sieht man schon, es gibt ein Dachgeschoss. Auf jeden Fall ist dann ein Lukens-Dachgeschoss. Da haben wir keinerlei Möglichkeiten, uns irgendwie eine Treppe zu bauen. Das heißt, wir müssen versuchen, anders da hochzukommen. Jetzt hat man in Stalker den Vorteil, dass man ziemlich leicht große Distanzen überspringen kann, wenn man sprintet. Und wir wollen einfach versuchen, uns irgendwie da hochzuarbeiten. Und ich denke, hier ist der richtige Start für sowas. Sprung, Sprung, Sprung. Ja gut, das wird etwas schwieriger. Also ich bin mir sicher, wir kommen da hoch. Ich bin mir nur nicht mehr sicher, ob wir da wirklich was finden. Ich glaube, ich mache lieber diesen Sprung. Das war wesentlich einfacher. Hier haben wir schon weitere Goodies. Geh auf. Zwei Verbände. Drei Verbände sogar. Verbände werden benutzt, wenn man Blutungen hat. Das ist ganz praktisch, weil gerade auf dem Schwierigkeitsgrad Meister fängt man mal leicht an zu bluten. Ich werde jetzt mal einen Quicksave machen. Ich hoffe, das ist die richtige Taste. Sehr gut. Okay, das könnte arschknapp werden. Ich meine, das sieht nach einer riesigen Distanz aus, aber wie gesagt, man kann ziemlich weit springen in diesem Spiel, wenn man sprintet. Okay. Nee. Das war zu weit. Wir haben uns eine Blutung eingefangen. Das macht aber nichts. Wir nehmen einfach einen Verbandskasten. Wir haben ein bisschen Energie verloren, aber das ist halt so wild. Dann machen wir auf der anderen Seite des Dorfes weiter. Ja, die meisten Kisten sind leer, außer wir kriegen Hinweise darüber, dass in Kisten sich etwas befindet. Da gibt es auch Mods gegen. Also Stalker ist ein Spiel, das eine ziemlich, ziemlich große und coole Modding-Szene hat. Noch ein Versteck, wo nichts ist. Also derzeit ist nicht so viel im Dorf. Wie gesagt, wir können Verstecke triggern. Wir schauen uns aber trotzdem um, weil es gibt auch Sachen, die man immer finden kann, wie man bereits gesehen hat. Bitte da rein. Hier muss man sich kurz ducken, weil sonst kommt man nicht durch die Tür. Wir haben hier ein paar Kisten. Finden eine Wodkaflasche und zweimal Energy Drink. Energy Drink wird ziemlich häufig von uns benötigt werden. Wir können derzeit leider nicht die Ausdaueranzeige so gut sichtbar machen. Die befindet sich unten links unter der kleinen Figur, die anzeigt, in welcher Körperposition wir uns gerade befinden. Neben diesem Hub haben wir rechts übrigens unsere Sichtbarkeit und links unsere Hörbarkeit, wie laut wir sind. So, ich versuche gerade hier lang zu schleichen, um aufs Dach zu kommen. So, wir wollen uns nämlich weiter das Dorf ein bisschen unter die Lupe nehmen. Ich springe mal hier auf das Dach. Denn hier auf dem Dach ist auch ein Dachboden. Und Dachböden sind normalerweise meistens voll mit irgendwelchen tollen Sachen. Nur kommen wir hier nicht so leicht rein. Allerdings befindet sich hier eine Kiste, die wir so niederknüppeln können. Und wir kriegen dafür direkt einen Söldneranzug. Wenn man sich ordentlich umsieht am Anfang, ist das, denke ich, ein ziemlich, ziemlich starkes Item. Ich finde es auch gerechtfertigt, dass wir es nehmen, gerade auf dem Schwierigkeitsgrad Meister. Stalker-Anzug der Söldnerfraktion. Das Design basiert auf den Anzügen der Sonderkommando der westlichen Armeen. Die Fasern sind speziell behandelt worden, um auch in Bewegung noch besonders stabil zu sein. Die Schutzwirkung ist etwas besser als die der Schutzwesten PSZ-7 Anzüge. Ja, derzeit haben wir eine Schutzchance, einen extra Schutz von 10% auf knapp alles, außer